Mobilität bedeutet für mich Bewegungsfreiheit und Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben. Sie ist für mich nötig, um überhaupt an meinen Arbeitsplatz zu gelangen. Ich möchte Kontakte pflegen. Ich möchte auch Freizeitaktivitäten wahrnehmen, am sozialen und kulturellen Leben teilhaben. Mobilität heißt für mich vor allem, dass ich wirklich jederzeit, wenn ich Lust und Laune habe, irgendwo hinzureisen. Wenn das halt nicht mit dem Auto geht, gehe ich halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mobilität ist einer der Grundvoraussetzungen, also des Lebens überhaupt. Wir leben in einer multimobilen Gesellschaft. Und wenn man nicht Hausarrest verschrieben bekommt, was nicht sehr angenehm ist, dann muss man irgendwie unterwegs gehen können. Und sei es zur Arbeit, sei es zur Freizeit. Und von dem her ist die Mobilität eine der entscheidenden Voraussetzungen überhaupt, um ein Leben erfüllt zu leben oder auch selbstbestimmt leben zu können. Also ist ganz, ganz wichtig. Die Herausforderung beginnt eigentlich zu Hause. Wie komme ich von zu Hause an die gewünschte Destination? Also fahre ich mit meinem eigenen Auto? Wenn das nicht möglich ist, wie komme ich an die erstbeste Haltestelle vom öffentlichen Verkehr? Und hier ist die Frage, in städtischen Gebieten ist das weniger problematisch, weil der öffentliche Verkehr immer besser erschlossen ist und Tramhaltestellen relativ nah sind. Auf dem Land ist das schwieriger. Also da ist die Frage auch von Fahrdiensten. Man muss heute noch schauen, dass man eben vom Start zum Ziel, dass man da weiß, wo kann ich wie ein- und aussteigen. Und wenn es halt dann so ist, dass man es nicht weiß, muss man das dann irgendwie zuvor organisieren. Ja. Hindernisfreies Reisen bedeutet, dass mobilitätseingeschränkte Personen den öffentlichen Verkehr bequem und sicher benutzen können. Im besten Fall passiert der Zugang eigenständig und ohne fremde Hilfe. Das dient auch allen anderen Fahrgästen, die zum Beispiel mit schwerem Gepäck oder mit einem Kinderwagen unterwegs sind oder die altersbedingt oder vorübergehend mobilitätseingeschränkt sind. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist der stufenfreie Eintritt ins Fahrzeug. Beispielhaft gelöst ist das durch ein Cobra-Tram und eine erhöhte Haltekante. Durch das Niederflurfahrzeug auf der einen Seite und die erhöhte Haltekante auf der anderen Seite kann die Stufenhöhe bzw. die Spaltbreite minimalisiert werden. Und so kann der Fahrgast im Rollstuhl oder ein Fahrgast mit dem Kinderwagen ins Fahrzeug hineinrollen. Wichtig sind für mich taktile Aufmerksamkeitsfelder beim Tram-Einstieg, Ansagen der Haltestellen und Durchsagen von Streckenblockierungen und Umleitungen. Und ebenso wichtig sind Bordsteinkanten, die für uns sehbehinderte und blinde Personen spürbar sind, damit wir wissen, wo Schutzzonen sind und wo wir uns in die Gefahrenräume begeben. Für ein hindernisfreies Reisen müssen wir auch wieder unterscheiden, wen es betrifft. Personen mit unterschiedlicher Behinderung brauchen unterschiedliche Voraussetzungen. Personen mit Hörbehinderung sind auf visuelle Anzeigen angewiesen. Personen mit Sehbehinderung auf akustische, auf ertastbare Orientierungshilfen. In dem Sinne braucht es schon für Personen mit Sinnesbehinderung das Zwei-Sinnes-Prinzip. Und für uns Rollstuhlfahrende braucht es ganz klar die Niederflurigkeit, sprich Schwellenlosigkeit. Was es nicht braucht, sind besondere Einrichtungen, luxuriöse Geschichten. Das braucht es nicht, sondern nur das, was für alle ohne Behinderung selbstverständlich ist. Einfach ein- und aussteigen und mitfahren können. Seit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes im Jahr 2004 wurden verschiedene Maßnahmen im öffentlichen Verkehr umgesetzt. Zum einen akustische und optische Maßnahmen, aber auch Anpassungen in der Infrastruktur.
Und um diese Anpassungen zu fördern und einen großen Fortschritt zu erzielen, hat der Kantonsrat zusätzlich einen Rahmenkredit bewilligt. In der Stadt Zürich ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Es wurden sehr viele Maßnahmen umgesetzt und sehr viele Haltestellen ausgebaut. Ende vom Jahr 2011 sind 60% der Haltestellen in der Stadt Zürich behindertengerecht ausgebaut. In den nächsten Jahren wird dieser Anteil noch beträchtlich steigen, mit dem Ziel, den Service kundengerecht weiterzuführen.